Lediglich 3% der Videos und Bücher, die es da draußen gibt, werden von den Personen auch wirklich umgesetzt. Die Inhalte, die sind so entscheidend, die du jeden Tag anguckst, du konsumierst und du sagst, da kann ich was draus machen. Aber die meisten Menschen sagen sich einfach nur, nö, guck mir das zwar an so, aber was davon hängen bleibt, ist egal. Schön, super. Und warum guckst du dir dann meine Videos an? Weil du dich berieseln lassen möchtest, so wie immer und sowieso und überhaupt. Weil du so einen kleinen Snack brauchst für die Augen. Wow, super. Grandios. Es ist kein Wunder, dass die Menschheit immer beschissener wird, dümmer und nichts aus ihrem Leben machen. Aber stellen sich die Frage, was denn am Wochenende? Genau, richtig. Am Wochenende ist genau das. Bei mir zum Beispiel. Ich konsumiere die Inhalte, die ich auch hier wiedergebe, die du sehen kannst. Und aus dem Grunde siehst du auch das Ergebnis. Und das ist das Schöne. Aber auf der anderen Seite musst du dir halt die Frage stellen, wann ist der entscheidende Unterschied bei dir? Wo machst du diesen Drehbereich bei dir aus, diese Kehrtwendung, wo du sagen kannst, jetzt habe ich den Dreh raus. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nicht mehr schauen, weil das machen ja schon die anderen. Und exakt genauso musst du durchs Leben gehen. Und wenn du es nicht machst, dann macht irgendwann mal das Leben bei dir das Licht aus. Und das musst du bewusst sein, weil Scheiße wird irgendwann mal weniger. In diesem Sinne, versuch das mal zu überdenken, was du machst. Und irgendwann mal verstehst du das, was ich meine. In diesem Sinne, bis dann.